weiter geht's mit Sniper Elite 4. Und wir machen heute weiter mit der vielleicht letzten Mission. So, wir müssen jetzt ein bisschen uns vorsichtig reinarbeiten, weil da sind irgendwie noch zwei Gegner. Also, wenn überhaupt. Da sind mehr als zwei Gegner noch. Hör mal, es geht jetzt hier. Ich muss dafür sorgen, dass die Nazis diese Operation abschreiben können. Aber wie? Das ist eine gute Frage. Mega Kill. Ja, du bleibst mal hier, mein Freund. So ein paar Gegner haben wir noch. Also wenn überhaupt sind das nicht mehr so viele. Ich vermute, dass es noch... Ja, lass mal diese ein, zwei Gegner hier unten sein. Lass es mal noch die drei, sechs Gegner da oben sein. Sind das doch 7-8 Gegner. Ins Visier nehmen, hab ich schon. Und weg mit dir, mein Freund. Uns fehlen noch zwei Peroxidanlagen. So. Mache ich kurz ihm die Anlagen hier zu, beziehungsweise wie auch immer. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich glaube, hier müsste noch eine sein. Hä? Ich sehe, dass jetzt alle auf einmal kommen, meine lieben Freunde. Was ist hier denn? Bauchschuss, gute Nacht. Ja, jetzt gehen wir hin.
schätze, ich habe alles eingesammelt. Kleiner Sackjunge, komm her. So. Kommt ruhig alle her, ihr Leute. Kommt ruhig alle her. Ich krieg euch alle. Na komm hoch. Mal die mit. Das sieht jetzt sehr nützlich sein. Was sind die? Sonst ist nichts mehr zu finden. Ach, da oben oder was? Gut, es wird ja nie angezeigt, ob die oben oder unten sind, ne? Alle guten Dinge sind drei. Ich muss die Zentrifuge bewegen. So. Aber da muss doch noch irgendwo eine Anlage sein. Oder sehe ich das ein bisschen falsch?
Da ist diese Wasserstoffperoxidanlage, okay. Die letzte davon. Dann haben wir alle vier. Warte mal, ich muss die Waffe nehmen, deswegen. Gute Nacht. Ich mach die jetzt Step by Step, die Jungs. So, gedownt. So, der ist down. Ja, viele Gegner sind eh nicht mehr. Ich warte jetzt hier. Jägerkill. Kopfschuss, bam. Beide tot. Und da ist jetzt die Anlage da unten. Viele sind ja eh nicht mehr. Sollen sie kommen? Oh, ein Offizier, und den habe ich außer. Ah, da ist noch einer. So, das müsste der vorletzte gewesen sein. Bam, erledigt. Und jetzt hole ich mir den unten noch. Scheiße. Den LKW wieder zerlegt, auch noch mal kurz im. Okay, aber es halt so. Damit müssten sie alle down sein. Geschafft. Die Wasserstoffperoxidanlage ist zerstört. Kaberbums, und das Lager ist erledigt. Jetzt gehen wir da hoch. Komm, Feinde dürfen wir jetzt keine mehr haben. Ein Funkraum. Ich sollte den Bombenangriff einleiten. Und damit müssen wir es durch haben. Mutter Henne, hier Rotfox. Beste Grüße. Wiederhole beste Grüße nach Alagra. Ups. Eigentlich wollte ich nur den Engel. Hätte nicht gedacht, dass die Partisanen ihr folgen würden. Sie folgten, weil sie ihnen Hoffnung gegeben hat. Und starben als Helden. Hoffnung ist in Wahrheit das Übelste der Übel. Weil sie die Qual der Menschen verlängert. Friedrich Nietzsche. General Böhm, nehme ich an. Die übelsten Schrecken sind form- und gestaltlos. Wenn niemand weiß, wer ich bin, kann ich sein, wer immer ich will. Ich kann manipulieren. Ich kann verhindern, entdeckt zu werden. Ich kann ein Mensch sein. Oh. Oder ein Monster. Dorfmann oder Böhm? Ja, ganz recht.
Wir haben Kessler und die Fabrikanlage ist zerstört. Kessler ist tot, bevor er den Alliierten nützlich sein kann. Und ihre kleine, Sabotage in der Produktionsanlage. Nun ja, es ist zu spät. Ja, beginnen werde ich mit der USS Anchor. Der berühmte General Eisenhower. Ich hole mir die alliierte Flotte. Schiff für Schiff. Operation Avalanche ist am Ende, noch bevor sie begann. Und, oh, das war noch nicht alles. Noch, lange nicht. Bringt sie rein hier! What the fuck? Ich dachte, ich hätte alle Gegner ausgeschaltet, aber irgendwie haben sie auch noch ein paar überlebt. Das ist nicht gut. Ich hab versagt, Karl. Hab alle enttäuscht. Besonders meinen Vater. Ja. Sehen Sie, es gibt keine Hoffnung. Nein, nicht mehr. Nun, wir werden sie foltern. Oh ja. Und sie werden dabei zusehen, Lieutenant. Ein winziger Funke genügt. Was? Erster Schuss. Und das war's. Gegner, scheinbar. So, jetzt ist er mal gut irgendwann. Und bye, bye, mein Freund. Das war's für dich. Ein kleiner Funke könnte reichen. Zeit zu gehen.
Damit sind wir durch. Mit der Kampagne. Die Flotte, darunter Eisenhowers Kommandoschiff, war gerettet. Avalanche ist aufgegangen. Die 5. US und die britische 8. Armee kämpfen sich das italienische Festland hinauf. Der Engel war tot. Aber der Funke, den sie entzündet hatte, breitete sich schnell aus und ebnete den Weg für die Alliierten. Aber der Weg nach Rom sollte gefährlich werden. Bevor wir die Gotenstellung, die deutsche Hauptverteidigungslinie, nach einem Jahr durchbrechen konnten. Und jemand live dabei. Sie haben es allein geschafft, die Stadtbewohner. Sie haben aufgeräumt, bevor die 5. Armee da war. Ein Funke hat genügt. Apropos, ich hoffe, die 617. Staffel hat Ihnen nicht den Arsch versenkt. Sagen wir einfach, es war knapp. Ich dachte, ich hätte ein wenig mehr Spiel. Karl, wir beide sind entbehrlich. Das wissen Sie doch. Nicht wie Ihr Mann dort. Der Professor macht's nicht mehr lange. Wir versuchen, aus ihm rauszuholen, was wir können. Aber ich schweife ab. Was ist mit Ihnen, Karl? Was haben Sie jetzt vor? Der Retter von Ike Eisenhower. Woo-wee. Das USS könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Soll das ein Angebot sein? Warum nicht? Ich denke drüber nach. Tun Sie das. Aber warten Sie nicht zu lange. Es geht um den Sieg. Ganz richtig. Definitiv. Und um nichts anderes geht es auch in einem Krieg. Ja, liebe Leute, während hier die Credits durchlaufen, verabschiede ich mich hier bei Snap Elite 4. Morgen geht's weiter auf jeden Fall damit Infamous natürlich geht's dann weiter. So ist der Plan an der Sache auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder. Tschüss.